Liebe TBW-User, heute ein neuer Blog. Es soll um Hölzer gehen. Ich spiele das T-Mobile ALC-Holz schon eigentlich seit vielen, vielen Jahren. Früher war das Viscaria, dann wurde es zum T-Mobile Spirit. Ja, und mittlerweile heißt es T-Mobile Blade Series ALC. Warum spiele ich so ein Holz? Es ist ein sehr steifes Holz, würde ich sagen. Es gibt steife Hölzer, die sehr hart sind. Hier ist eine Arylate-Carbon-Schicht eingeflochten. Also es ist ja auch relativ schwer, würde ich sagen, obwohl jetzt Carbon drin ist, aber es ist trotzdem ein relativ schweres Holz. Aber so ein schweres Holz gibt einem auch ein bisschen Schwung natürlich mit. Aber es hat nicht so diesen Vibrationseffekt wie bei ganz weichen Hölzern. Ich bin jemand, der einfach ein sehr sauberes Feedback haben möchte von seinem Schläger. Das gilt für meinen harten Belag, aber es gilt auch natürlich in Kombination mit meinem harten Holz. Also ich möchte da keine Vibrationen spüren. Ich möchte wirklich ein ganz sauberes Feedback haben. Ja, ob meine Bewegung gut war, ob meine Schlagtechnik gut war und möchte jetzt nicht auch noch grübeln müssen, hat jetzt vielleicht der Belag versagt, weil er zu weich war oder hat das Holz so vibriert, dass ich irgendwie ja, nicht so das Gefühl hatte, weil es hat nicht das gemacht, was ich eigentlich wollte. Deshalb spiele ich ja ein sehr steifes Holz. Aber es gibt natürlich auch Spielertypen, die gerne diese weichen Hölzer mögen, die auch so ein bisschen nachschwingen, nachvibrieren. Das hat natürlich den Effekt, dass es sich so ein bisschen anfühlt, ja, wie ein Katapulteffekt. Man hat vielleicht auch ein bisschen längeren Kontakt, sage ich jetzt mal, zum Schläger, zum Holz. Dadurch ist das Gefühl für viele ein bisschen einfacher. Gerade für im passiven Spiel, fürs Blockspiel, wenn man da das Gefühl hat, der Ball klebt ein bisschen länger auf dem Schläger und man hat ein bisschen mehr Zeit, den dann auch zu kontrollieren, dann ist das für viele ja ein gutes Gefühl. Ja. Und deshalb kommen viele Spieler auch ganz gut zurecht mit weicheren Hölzern. Zumal weichere Hölzer auch gerade von hinten ja, so ein bisschen mithelfen durch diesen ja, Katapulteffekt, durch diese Vibration. Und mit einem steifen Holz hat man da halt wirklich ein sauberes Feedback, aber keine Hilfe sozusagen. Da muss man einfach mal testen, was für einen das Beste ist. Ich spiele schon ja, eigentlich seitdem ich glaube, 14 oder 15 bin mit dem Holz. Wechsle natürlich immer mal wieder, alle 1, 2 Jahre. Aber ich bin dabei geblieben und fühle mich einfach gut mit meinem Racket. Viel Spaß bei eurer Entscheidung und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen.